Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Viele kennen ja die Videoreihe Odin regt sich auf. Das wird jetzt mal das Gegenteil davon. Odin freut sich, Odin ist begeistert. Ja. Odin ist begeistert. Ich habe hier auch schon wieder alles neue Zeug für Odin war shoppen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Warte mal, das sind die Bio-Windeln, das sind die normalen Windeln. Es geht hier um Windeln im Karton. Hier ist der, könnt ihr mal einscannen. Kommt da direkt rein. So. Und zwar hatte ich ja damals schon öfters mal Videos gemacht, wenn ich die gekauft habe. Also ich kaufe mal einen Großvorrat. Ab 49 oder 46 Euro habt ihr keinen Versand. Ja, mein Schatz. Oh, da kam Kürbis. Und da kam Kürbis raus, okay. Na, weil du die Milch noch hier machst. Die Kleine ist auch hier mit Frauchen. Und zwar, beim ersten Mal wusste ich das mit dem Gratisversand nicht. Das habe ich mir danach erst durchgelesen. Und beim zweiten Mal bestellen habe ich Windeln bestellt, 300 in der Größe. Jetzt hältst du Frauchens Haare fest. 300 in der Größe. 3. Und 150 in der Größe 3. Und dann kommt man halt auf den Preis, dass man halt gratis Versand hat. Weil ein Karton kostet so um die 14 Euro, roundabout, mit 150 Stück. Und wir hatten vorher, das ist jetzt Größe 2, hatten wir hier diese No-Name-Ware. Also Kartonware, die sehen so aus. Die sind toll. Und wir haben die auch echt, muss ich wirklich sagen, es ist No-Name-Ware, das Stück 10 Cent. Die sind toll. Wir haben die verglichen mit einer Pampers, in einer, also von der gleichen Jahresstufe, also auch Größe 2, wo mehr reinpasst. Gewichtsklasse. Meine Frau verbessert mich. Gewichtsklasse. Mit der gleichen Gewichtsklasse. Hier passt mehr drin, ohne dass es feucht wird. Bei Pampers ist es schneller feucht geworden, untenrum. Also, wenn du rauf drückst, merkst du, dass es feucht wird. Haben die mehr aufgefasst als die Pampers. Und dann haben wir gedacht, ne, testen wir mal weiter. Selbst da haben sie mehr als die Pampers gefasst. Also, ich glaube, 1,5 Liter waren das, oder knapp 1,5 Liter mehr, war? Ne, Liter? Ich weiß es nicht mehr. So etwa, sagen wir mal, zwischen 500 Milliliter und 1 Liter passt hier mehr rein. Es ist dann feucht. Man merkt, wenn man rauf drückt, dass es feucht ist. Aber bei den Pampers ist es schon rausgelaufen. Hier hat es noch gehalten. Nur wenn man rauf gedrückt hat, war es nass. Nur am Rande erwähnt. Und da haben wir gedacht, beim letzten Mal bestellen. Also, nee, beim letzten Mal ist ja jetzt hier. Beim vorletzten Mal. Beim vorletzten Mal habe ich gedacht, beim Bestellen, probierst du mal was Neues. Weil die hatten da Markenwindeln, also stand da Markenwindeln, Hilkis. Sieht man die? Hilkis, ja. Die gibt es auch bei Amazon. Ich packe die euch auch mal als Link rein. Holt die aber nicht, die sind scheiße. Ist wirklich so. Ich bin kein Freund von so harten Worten eigentlich, wenn es darum geht, um was für ein Kind und so. Aber die sind scheiße. Die sind wirklich scheiße. Davon haben wir noch, wie viel haben wir noch? 100 Stück? 150. 150 Stück, ja, weil du die Packung angefangen hast. Ich hab die nachgefüllt. Ja. Also hab den Schublade alles eingeräumt. Das Problem ist, wir haben eine große Schublade. Also müsst ihr euch vorstellen, das ist unser Wickeltisch. Und da haben wir eine große Schublade. Und da sind Fächer drin. Und da hat Frauchen, wir haben die nicht vorher getestet. Einfach eine rausgenommen und getestet. Nein, wir haben die, also Frauchen hat die nachgefüllt. Und da hat sie 150 Stück hat sie drin geklatscht in den Schubfach, ja, wa? Bis voll war. War um die 150 Stück. Nee, Quatsch, nicht ganz 150. Ein paar waren noch in der Tüte drin. Das Problem ist, die sind scheiße und laufen aus und der Schutz hält gar nicht. Der Auslaufschutz ist blöd. Der Auslaufschutz ist blöd. Der ist scheiße. Kann man so sagen. Und dann habe ich bei Windeln, hier bei Windeln im Karton eine E-Mail hingeschrieben. Das war fast einen Monat, nachdem ich die bestellt hatte, wa? Weil die waren ja eigentlich schon Größe 3 und wir hatten ja eigentlich noch Größe 2. Also mussten ein bisschen warten, bis wir Größe 3 genommen haben. Und da habe ich einfach mal nur nett nachgefragt. Ich habe nur nett nachgefragt, hey, wie sieht's denn aus? Wir haben die Hilkis, die sind scheiße. Der Auslaufschutz funktioniert nicht. Frau hat aber schon Fach nachgerüstet, also nachgefüllt. Also 150 sind angefangen. Aber 150 haben wir noch, die original verpackt sind. Könnte man die umtauschen in die Hausmarke, ich weiß nicht, ist das Hausmarke, also in die normalen Kartonware. Und bevor die mir die E-Mail geschickt haben, da kam schon eine E-Mail, Paket ist unterwegs. Dachte ich, was?
Und dann kam eine E-Mail von Winde im Karton. Ja klar, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben dir schon Austauschwindeln geschickt. Da ist ein Rücksendeschein mit bei. Den packst du einfach auf, machst du ans Paket ran und schickst uns die anderen wieder zu. Das ist voll geil. Also muss ich auch sagen, für Eltern, auch wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist oder selbst wenn man Familie ist, man hat Zeit, ist, wenn sie klein sind, Mangelware, ja. Gar nicht da, fast nie da. Und da haben die, also ich brauche jetzt nicht irgendwie was ausdrucken, ich brauche nicht zum Copyshop, wenn man keinen Drucker hat, um was auszudrucken oder irgendwas dergleichen. Ein Aufkleber war gleich mit bei. Also ich habe den Karton aufgemacht, da sind die Windeln drin, wir konnten ihn nachfüllen. Also Größe 3, das ist ja hier, wie gesagt, noch Größe 2, hat super funktioniert. Wir haben den alten Karton, wo die Windeln drin war, zugeklebt, das Etikett drauf, weggeschickt, Ruhe ist. Top. Also da muss ich echt sagen, Kundenzufriedenheit, Daumen hoch, Freundlichkeit, Daumen hoch, Qualität, Daumen hoch, Service, Daumen hoch. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Bin megamäßig zufrieden. Ihr werdet ja sehen, ich habe jetzt wieder bestellt. Auch für die Große habe ich was bestellt. Das kommt dann alles im Odinwar shoppen. Aber ich will es euch nochmal zeigen, weil viele, die nicht Eltern sind, dass die das auch verstehen, was wir da meinen. Oder wenn man sich mit Windeln noch nicht so auskennt, man erwartet ein Kind. Warum und weshalb? Ich mache erstmal die Größe 2 auf, dass ihr das so ein bisschen seht. Sie spielt mit der Flasche rum. So, das sind halt, wie gesagt, die Windeln im Karton. Kartonware. Also da kann es, also da gibt es auch B-Ware und so, da kann es auch sein, dass mal so eine Lasche fehlt oder so. Überhaupt nicht schlimm. Und so sieht der Auslaufschutz aus. Ich ziehe den mal so ein bisschen auseinander, da kann man nicht durchgucken. Das sieht dann praktisch so aus. Hier ist meine Faust ist jetzt mal der Arsch vom Baby. So. So. So müsst ihr euch das vorstellen. Hier ist der Arsch vom Baby. Und der Popo, meine Frau verbessert mich, der Popo von einem Baby. Und dann seht ihr hier, dass es hier so hoch kommt. Hört mal, ich ziehe das mal hier so ein Stück runter. So, so. Und das ist hier der Auslaufschutz. Und das ist einfach nur, was ist das, Verzierte oben drüber, damit man es nicht sieht. So, und das ist halt der Auslaufschutz. Und selbst der ist hier, wenn ich euch den zeige, hier, so. Sieht man so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie so ein Pollenfilter vom Fenster. Und bei Hilkis sieht der dann halt so aus. So. Im Prinzip genauso. Man sieht keinen Unterschied im Prinzip. Vielleicht, dass es ein bisschen. Ist die Raffung anders oder so? Bisschen. Ja, doch. Ist so, ja. Vom Muster her seht ihr ja so wabenmäßig. Ist bei Hilkis ja noch ein bisschen besser. Ja. Aber die sind trotzdem scheiße. Die Raffung vielleicht anders irgendwie. Also unsere Kleine war halt mit einem Arsch Popo hier drin. So, müsst ihr euch das vorstellen. Und dann ist die Kacke. Und die Pippi auch. Ja, ja. Pippi auch. Ist durch diesen Auslaufschutz an der Seite hier rausgelaufen und hat uns die Klamotten versaut. Also praktisch, also ihre Klamotten versaut. Da ist die Kacke richtig an der Seite rausgelaufen. Und nicht so wie am Anfang, wo sie jetzt zum Beispiel 8 Tage mal nicht gekackt hat, also wo wir umgestiegen sind auf Milch und so, wo dann explosionsartig ganz viel rauskam und da ist es selbst hier rausgekommen. Ja. Aber das war eine Masse. Das ist an der Seite rausgelaufen, ist hinten raus, es kam überall raus, weil es war, stellt euch vor, ein Kind kackt 8 Tage nicht. Und dann kommt das, die Menge von 2 Tagen oder 3 Tagen am Stück einfach mal so raus. Das schafft die stärkste Windel nicht. Also da sind wir hier auch nicht böse gewesen, dass die normale Windel das nicht gepackt hat. Weil bei den Massen, die da rauskamen, das war einfach nicht zu packen. Das ging nicht. Aber hier, selbst wenn sie normal gepullert hat, wir haben auch nur ein bisschen. Also wir haben ja dann gedacht, na gut, vielleicht war es über Nacht ein bisschen viel. Und haben dann über Nacht halt die zwei genommen, die wir noch hatten und hatten auch dann noch Baby Dreams geholt von Rossmann. Ja. Die auch übrigens sehr gut sind.
Und haben die dann halt nur tagsüber genommen für zwischendurch. Wenn wir wissen, na gut, da kommt jetzt nicht so viel. In einer Dreiviertelstunde machen wir die Windeln sowieso wieder neu, weil vorm Essen und sowas alles. Hat auch nichts gebracht. Selbst simple Pippi wurde hier nicht richtig aufgefangen und kam an der Seite raus. Die ist auch hier, also diese sind auch unten noch weiß und die sind so blau. Und da hatten wir auch Probleme, dass die Kleine unten Pickelchen davon gekriegt hat, oder Hase? Die hat sie nicht vertragen auch. Ja, also die hat sie auch nicht vertragen. Pickelchen und Rötungen. Wahrscheinlich, wie nebenan, dass das durch dieses Blaue ist. Obwohl die neuen Windeln, die sie jetzt hat, also hier von Größe 3 haben wir auch blau innen unten drin. Aber da ist nichts. Die Hilke sind Plastik außen. So wie die Baby Dream und die wir jetzt haben, die sind nicht außen aus Plastik. Achso, also die hier unten, das ist Plastik bei Hilkis. Nee, oder? Nee, außen. Außen. Hier ist Plastik irgendwie drum. Und bei Baby Dream auch, aber bei denen nicht. Aber Baby Dream verträgt sie auch. Über Nacht, ja. Über Nacht, aber nicht tagsüber. Aber die verträgt sie locker, also können wir den ganzen Tag machen. Also nicht die gleiche Windel, immer wieder. Aber die und Baby Dreams, da haben wir dann Probleme, dass er dann Pickelchen kriegt und rot wird. Über Nacht geht's mal, aber tagsüber auch mal, aber nur einmal am Tag die Windel nehmen, weil sonst müssen wir die nehmen, sonst wird sie rot. Und wie gesagt, das ist hier unten auch Stoff und hier ist dann halt auch so Stoff, aber halt so plastiniert. Das fässt sich auch so ein bisschen an wie eine Kerze, so ein bisschen, so irgendwie wachsmäßig. Ja? Also ich will jetzt Hilkis nicht doll schlecht machen. Für uns ist es scheiße gewesen. Wir haben öfters Hilkis probiert. Ja. Und wir sind mit Hilkis sehr, sehr unzufrieden und wir finden sie scheiße. Ja, ja. Wenn sie bei euch funktioniert, toll, sind wir mega glücklich, freuen wir uns für euch. Für uns haben sie nicht funktioniert, für uns waren sie scheiße, der Auslaufschutz war scheiße. Ist selbst bei ein bisschen Pippi. Selbst bei ein bisschen Pippi ist er an der Seite rausgelaufen. Ich habe auch zuerst gedacht, das wäre ein Produktionsfehler von einer Windel. Ja, habe ich ja auch gedacht. Wir haben ja am ersten, Frauchen sagt gerade, also sie hat beim Anfang gedacht, eine Windel Produktionsfehler. Kann vorkommen, ja gut. Habe ich auch gedacht. Aber dann war es nochmal und nochmal. Wie viele Windeln haben wir insgesamt getestet? 5, 6 Stück? Na, 3 Tage. Also. Achso, wir hatten, ja, die anderen Windeln waren ja nicht da. Wir mussten 3 Tage die nehmen. Oder 4 Tage und dann alle 3 Stunden Windeln wechseln. Und alle 3 Stunden Windeln wechseln und es ständig kam irgendwas raus. Und dann hat es uns, aber wir haben dort 3 Tage gar nicht durchgezogen. Wir haben einen Tag oder 2 Tage haben wir durchgezogen und haben wir die Baby Dreams geholt. Haben wir wirklich 3 Tage durchgezogen? Wir haben 3 Tage komplett durchgezogen und ständig mussten wir so umziehen. Und dann haben wir Baby Dreams gekauft. Und dann habe ich erst die E-Mail geschrieben. Und dann kam die und wie gesagt, hier schon wieder Kartonware davon. Also wie gesagt, top. Preiswert, top. Die verträgt sie, sie wird nicht rot, sie kriegt keine Pickelchen. Auslaufschutz super, hält ordentlich was aus. Also selbst wenn mal ordentlicher Schwung kommt, weil sie ordentlich reingehauen hat beim Essen, sind wir mit denen echt megamäßig zufrieden. Frauchen, was sagst du, wenn du jetzt die 2 und Pampers und Baby Dream nimmst? Reihenfolge, welche ist am besten? Na, die Love and Green. Also die von Windeln im Karton? Ja, genau. Dann kommt Pampers? Oder Pampers später? Baby Dream, Pampers und dann... Baby Dream, dann Pampers und... Na, die, dann Hilkis. Aber die sind scheiße, die nehmen wir weg. Die kriegen keine Nummer, weil... Laufen aus. Also selbst vor Pampers liegt bei uns die Windel. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Preis zu tun. Das hat einfach was mit dem Saubersein zu tun. Und bei Pampers ist ja auch so plastiniert. Außen, ja. Außen. Mhm. Also deswegen schwören wir auf die. Und die gibt es aber auch nochmal im Bio. Ich habe aber nicht die Bio. Also das weiß ich hundertprozentig. Link packe ich euch unten. Also nicht nur, dass ich das jetzt euch gezeigt habe. Das ist für die normalen Baby Dreams. Nee, das ist für die Bio, was ich euch gerade zeige. Und das ist für die normalen Baby Dreams. Für die einen QR-Code-Scanner haben. Ich packe den Link aber zur Webseite, packe ich euch unten runter. Ich kann euch auch mal den Preis sagen. Newborn, also Größe 1, die hatten wir aber nie. Nee. Wir haben gleich mit 2 angefangen.
Ich weiß gar nicht, ab wie viel Gewicht ist ein Newborn? Eigentlich brauchst du sie gar nicht. Nur bei, wenn es zu früh kommt oder so. Bis 4 Kilo oder? Bis 4 Kilo. Und da unsere ja mit knapp 3 Kilo ja rauskam, hat sich das für uns nicht die Frage nicht gestellt. Und im Krankenhaus hat sie auch Gleichgröße 2 gehabt. Das überlappt denn so ein bisschen. Also die Dinger zum Festmachen, die kommen ziemlich nah nach vorne. Die Laschen. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Aber top, super. Da kosten, wie gesagt, 10 Cent. Die Größe 2, die wir dann genommen haben, 11 Cent. Größe 3, 13 Cent. Größe 4, 14 Cent. Größe 5, 17 Cent. Größe 6, XL, 22 Cent. Also pro Windel. Und da müsst ihr dann, also da gibt es dann halt 150. Also warte mal, die gibt einzeln im Paket mit, glaube ich, 25 oder 79. Dann... Bei denen habe ich jetzt gesehen, Größe 3, was ich jetzt hier wieder geholt habe, 75, 150, nee Quatsch, 50, 75, 150, 190. So, und dann bei Bio, Newborn, also der kleinste 16 Cent, 2 17 Cent, 3 18 Cent, 4 20 Cent, 5 24 Cent, 6 XL, 26 Cent. Also ist schon ein paar Cent teurer, aber wie gesagt, Bio nehmen wir auch nicht. Wir nehmen die ganz normalen und sind damit also so weit von zufrieden. Am Anfang muss ich auch sagen, war meine Frau, sagen wir mal, skeptisch. Windeln im Karton, Kartonware, wo ich ihr das so erzählt habe und gesagt habe, teilweise ist B-Ware oder was weiß ich, war sie am Anfang etwas skeptisch, aber dann einmal benutzt und vor allen Dingen, wo denn angefangen hat mit richtig kacken, sind wir begeistert. Und für uns gibt es halt nichts Besseres und wir schwören darauf. Und ich krieg auch kein Geld dafür. Ich habe von Windeln im Karton kein Geld bekommen. Ich habe von von Love and Green habe ich auch kein Geld. Oder sind das so Bio-Windeln? Love and Grün? Liebe und Grün? Keine Ahnung. Von denen, ich weiß gar nicht, ob es die auch als Webseite oder was gibt. Von denen habe ich auch kein Geld bekommen. Ich habe von niemandem Geld. Ich habe auch von keinem Deutscher Post, weil die Pakete schicken. Ganz im Gegenteil, die wären froh, wenn ich hier meine Windeln kaufen würde. Weil das sind wirklich richtig Klopper. Und ja, da hat die Postfrau dann schon ganz schön zu tun. Weil Windeln. So. Nichtsdestotrotz mache ich hier einen Schlussstrich. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr da noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich versuche mein Bestmögliches, euch dabei zu helfen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich dieses Video bei Odins Test und in der Kinderecke hochlade, weil in der Kinderecke mehr für Kinder ist. Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich denke mal, ich werde es auf beiden Kanälen hochladen, weil hier bei Odins Test erreiche ich mehr Leute damit und ich will ja helfen. Ja, das ist ja, ich mache das ja nicht, um Hilkis schlecht zu machen oder die anderen sehr positiv darzustellen. Ich mache es einfach für euch, um euch da unsere Erfahrung zu erklären und vielleicht zu helfen. Und dass ihr nicht... ja, die kreischt dann schön. Und vielleicht, damit ihr einen Fehler weniger macht. Weil dann geht es euch so wie mir oder meiner Frau. Ihr packt 150 Windeln aus, klatscht die in Schubfach, ordentlich Nachschub. Ja, und dann sind die kacke und dann hat man 150 Windeln. Und hat, was habe ich bezahlt, 14 noch was, glaube ich, oder so, umsonst ausgegeben. Hat noch 150 Verpackte, die kann man zurückschicken. Aber man hat immer noch 14 noch was. Und das 14 noch was ist ordentlich Geld, wenn man da Geld sparen kann. Warum nicht? Nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Schlussstrich. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.